Herzlich willkommen zu dieser Session am UFF. Wir erhalten in den kommenden 30 Minuten einen Input zum Thema Öffnung der Hochschulen durch KI in Anerkennungsprozessen. Der Referent ist Andreas Wittke. Und ich sage noch zwei, drei Dinge zum Ablauf. Wenn Sie Fragen haben während des Inputs, schreiben Sie diese bitte einfach in den Chat. Wir werden am Ende schauen, dass wir ein paar Minuten haben, um noch auf die Fragen einzugehen. Der Input wird aufgezeichnet und später auf YouTube zur Verfügung gestellt. Die Session mit den Fragen, die wird dann weggeschnitten. Da stoppe ich auch die Aufzeichnung. Also ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und gebe jetzt die Bühne frei für Andreas Wittke für seinen Beitrag. Viel Spaß. Ja, guten Morgen, geehrte Audience. Komisches Setting diesmal. Ich muss aus dem Hotel präsentieren, weil ich nachher noch auf der Bühne bin. Aber trotzdem, wir haben keine Zeit, wir wollen loslegen. Das Thema ist komplex, Öffnung der Hochschulen durch KI in Anerkennungsprozessen. Und ich danke mir ganz besonders nochmal meine Kolleginnen und auch Kollegen, Stephanie Bock, Anja Lorenz, die Anja ist auch im Chat, habe ich gesehen, für die Mitarbeit und natürlich an die Technikabteilung, besonders hier Pascal Hirten, für die Entwicklungen. Und dann wollen wir loslegen. Die Grundfrage, die wir haben, ist sehr trivial, aber auch total spannend. Nämlich, bekomme ich mit meinen Kompetenzen, die ich habe, und vor allen Dingen, welche sind das, meinen Traumberuf oder meinen Studienplatz? Wenn das bewegt uns alle, also bin ich richtig ausgebildet worden für mein Studium, habe ich die Qualifikationen für den neuen Job, was brauche ich, um diese Lücke zu schließen? Und das geht alles über Kompetenzen. Wir wurden zwar alle sehr gut ausgebildet, also die meisten von uns, aber trotzdem müssen wir uns ständig weiterbilden. Gerade in diesem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, wo sich alles ändert, die wir mitten in einer Transformation sind. Wir brauchen neue Kompetenzen. Wir sprechen hier momentan sehr gerne von diesen Future Skills, wie Innovation, Flexibilität, Kreativität und so weiter. Am liebsten mag ich die Kompetenz Glück. Ich möchte auch immer sehr glücklich sein. Und aber auch die Fachkompetenzen haben sich geändert, zumindest seit meiner Ausbildung. Ich bin seit gut 25 Jahren raus aus dem Studium, aber und habe dort kein Internet gehabt. Jetzt brauche ich aber KI, Data Analysis, Prompt Engineering. Das wurde natürlich nicht im Studium vermittelt, sondern das muss ich mir irgendwie raufpacken auf meine Kompetenzen, um dann entweder meine jetzige Rolle besser auszufüllen oder mir einen neuen Job zu suchen, den sogenannten Traumberuf. Wenn ich ein neues Studium beginnen möchte oder ich habe ein altes, abgebrochenes, dann gehe ich mit meinen Kompetenzen, meinem Transcript of Records, meiner Leistungsübersicht zu einer Prüfungsstelle, und dort laufe ich einen formalen Prozess durch, wo ich geprüft werde, ob das, was ich nachweisen kann, auch ordnungsgemäß richtig ist und ob das angerechnet werden kann, so dass mein Studium verkürzt werden kann und dass die Arbeitsstelle oder die Universität weiß, was ich kann. Und diesen Prozess, der ist sehr, ich sag mal, formal, analog, alt, intransparent und so weiter. Und wir versuchen hier mit Hilfe von Technologie, speziell künstlicher Intelligenz, diesen Prozess zu verbessern, optimieren, transparenter zu gestalten. Und jetzt gucken wir uns mal, gehen wir mal zum Kleiderschrank oder zu dem Schreibtisch lokal und eigentlich, was habe ich in meinem Leben bisher erreicht? Ich habe vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, so ein Aktenordner, Dokumentenmappe oder ein Schuhkarton mit alten Zertifikaten. Die sind analog und die liegen da so rum. Manche hängen an der Wand. Vielleicht die Doktorurkunde oder meine Masterurkunde, vielleicht auch der Gesellenbrief. Und idealerweise nehme ich diesen ganzen Schuhkarton, nehme mein Smartphone, fotografiere alles, haue in eine KI und daraus wird automatisch dann ein Portfolio generiert und aus diesen Portfolios sollten automatisiert per KI die Kompetenzen herausgelesen werden. Das wäre toll.
Ein ähnlicher Gedanke könnte zum Beispiel im Lohnsteuerjahresausgleich sein. Ich nehme alle meine Rechnungen, Belege und Kassenbons, werfe die in eine KI und die Einkommensteuererklärung erledigt sich automatisch. Nur als sinngebende Überbrückung. Wenn wir uns diese alten Zertifikate anschauen, und ich beschäftige mich jetzt seit, ich glaube, 6, 7 Jahren, nee, länger, fast 9 Jahren mit Zertifikaten, seit es die Flüchtlingskrise gab, haben wir in Lübeck dieses Projekt. Zuerst haben wir mit Blockchain-Technologie weitere Zertifikate gemacht. Aber die Grundfrage, woher wir gekommen sind, war die Frage, wenn ein Syrer flüchtet, nimmt er seine Dokumentenmappe mit, um übers Mittelmeer oder im Balkan zu flüchten, oder nimmt er sein Smartphone mit? Und diese Grundfrage, ich würde mich wahrscheinlich für das Smartphone entscheiden, bedeutet, dass wir Papierdokumente eher zurücklassen. Und wer Papierdokumente anerkennen lassen möchte, das macht die Zulassungsstelle, dann kriegen wir vielleicht solche Herausforderungen, wie wir sie gerade sehen. Also das ist dann vielleicht arabische Schrift, keine lateinische und eine Fremdsprache. Und dann müssen wir beurteilen, welche Kompetenzen hier vermittelt werden. Das ist nicht gerade leicht. Jetzt, ich nenne das gerne deutsche Digitalisierung, die basiert meistens auf PDFs. Das ist ein anderer Fall. Wir stellen also ein Zertifikat aus, was auf dem PDF ist, idealerweise auf DIN A4, damit der Kunde es später ausdrucken kann. Und auf diesem Zertifikat sind unstrukturierte Daten, sagen wir mal, weil es keine Vorgaben gibt, die der Aussteller, also das ist die IHK sein oder eine Schule oder eine Hochschule, haben keine Vorgaben, sondern denken sich irgendwie ein Format aus und dort werden halt Leistungsumfang, Name und eine Kurzbeschreibung, Lernergebnisse irgendwie abgedruckt. Das ist aber nicht strukturiert, nicht maschinell verarbeitbar, ist zwar digital, aber ich betone hier nochmal, PDF ist keine Digitalisierung, sondern das ist irgendwie so eine Brücke. Idealerweise, das Ziel ist, und dann bräuchten, wenn wir das hätten, bräuchten wir wahrscheinlich auch keine KI, sind maschinenlesbare Formate. Und zwar sprechen wir hier von XML oder JSON. Diese sind zwar für den Anwender im Moment schwer lesbar. Wir bräuchten also einen Viewer, der das interpretiert, ähnlich wie der PDF-Reader, der inzwischen standardisiert ist. Aber diese Formate sind maschinell verarbeitbar und standardisiert. Und wenn wir über standardisierte Lösungen nachdenken, dann sollten auch die Kompetenzen idealerweise nach einem Standard dort abgelegt sein. Ja, wir arbeiten in Lübeck da mit ESCO-Kompetenzen, aber dazu später mehr. Aber das, so sollte Ihr Zeugnis momentan aussehen, wenn wir in einer idealen Welt leben. Ist ein bisschen strange, aber da wollen wir hin. Damit Sie wissen, dass ich hier nicht von der Zukunft spreche, ist, wir hatten in Lübeck ein Projekt namens MyEduLife, das ist letzten Monat ausgelaufen, wo wir in Zusammenarbeit mit Handwerkskammern, mit Ausbildungsbetrieben und der TU Dresden und der RWTH Aachen den digitalen Schweißerschein zum Beispiel entwickelt haben. Der ist genauso wie eben geschrieben, der basiert auf XML und zwar bildet der Kompetenzen nach, ist maschinell verarbeitbar und er wurde von den Handwerkskammern nach einigen Gesprächen auch akzeptiert. Also wir konnten die Handwerkskammer davon überzeugen, dass XML oder JSON ein besseres Format ist für Zeugnisse als zum Beispiel PDF. Also diese Diskussion, ob PDFs oder XML, solche Schemata, zu kompliziert sind für den Anwender, haben wir hier bei Umfragen, die nicht repräsentativ sind unbedingt, aber in diesem Fall war es so, dass es wurde akzeptiert. Wir hatten auch einen kleinen Feldversuch zu. Inzwischen sind wir hier auch weiter. Wir nutzen inzwischen ELM Version 3, dazu auch später. Das ist das European Learning Model, falls Sie die Abkürzung nicht kennen. Wir haben auch ein zweites Projekt dazu, wo wir momentan die, und das ist, glaube ich, im Hochschulumfeld sehr spannend, die digitale Bachelor-Master-Urkunde entwickeln. Hier arbeiten wir mit dem HIS zusammen, das Hochschulinformations-
System, also Campus-Management-Systeme, so dass direkt in der Software das Zeugnis in der ELM Version 3 hier schon abgebildet werden kann und die Validierung, also die Nicht-Fälschung von diesen Zeugnissen machen wir mit PKI. Und das ist eine recht komplexe Sache, weil diese Siegel und Signaturen im Moment noch recht teuer sind, nur von der Bundesdruckerei zu erhalten sind. Und da gibt es eine Menge Diskussionen zu. Aber trotzdem werden wir einen Prototypen im nächsten HIS-in-One-System launchen. Also mehr als ein Prototyp, sondern das ist das fertige System, was im nächsten Release ist. Das werde ich nächste Woche in Leipzig vorstellen bei der Nutzertagung. Und wir haben dort Schnittstellen zu der Bildungsraum, mein Bildungsraum, MBR und Europass in Europa hergestellt, sodass wir das Zertifikat, das Abschlusszeugnis, die Bachelor-Master-Urkunde über Konnektoren in die Wallets der Systeme einspielen können. Und das funktioniert auch. Und dann können diese Systeme die Kompetenzen auslesen und Recommendation-Systeme machen. Also mit anderen Worten, die Zukunft ist schon manchmal näher, als man denkt. Ich hatte ESCO erwähnt. Warum nehmen wir ESCO? ESCO ist das europäische Kompetenzmodell. Das liegt in 27 Sprachen vor, bildet 3000 Ausbildungsberufe ab und hat knapp 14.000 Kompetenzen. Die für uns Techniker ist aber bei ESCO das Interessante, wir können damit arbeiten. Nämlich das liegt als Docker vor, also virtuelle Maschine. Es hat eine offene Schnittstelle, eine API und es ist Open Source. Das ist für uns Informatiker ideal, um dort Daten zu überspielen beziehungsweise Daten abzufragen, eine lokale Installation zu machen und mit KI, künstlicher Intelligenz, darum zu testen. Das geht leider alles nicht mit deutschen Kompetenzmodellen wie dem DKZ-Modell, weil dass die Bundesagentur für Arbeit noch nicht so weit ist, um es mal diplomatisch auszudrücken. Dort wird mit Excel-Tabellen gearbeitet und die haben zwar auch eine API, aber die ist nicht zugänglich. Und da haben wir noch nicht so richtig verstanden, wie vernetzte Systeme arbeiten. Wenn Sie einen Haufen Kritik hören, ist das reiner Zufall. Wir haben in Lübeck einen Prototypen entwickelt, und zwar für die Modulanerkennung. Und den will ich hier hoffentlich gleich mal kurz zeigen in einem Video. Den Prototypen haben wir, ist bei uns so ein Nebenprojekt gewesen, wo es sehr beachtliche Resonanzen gestoßen hat. Und wir gucken uns das mal an, was so technisch möglich ist. Und ich hoffe, ich kriege das hier auch hin, dass das funktioniert. Ich starte mal so ein Video. Das sollte auf 1,5 laufen. So, willkommen beim zweiten Vorführung des KI-Anerkennungs-Prototypen. Ich spreche darüber und mache Fullscreen. So, ich lade hier eine Modulbeschreibung aus Jordanien hoch in arabischer Sprache. Na, wir können hier nochmal kontrolliert, Google Translate übersetzt das und wir kopieren diese Modulbeschreibung in arabischer Sprache jetzt raus und tun das in unsere KI kopieren. Jetzt fragt die KI, strukturiert die KI erstmal diesen Text um und gibt eine neue Struktur vor, nämlich moderne Technologien, Informationssystem, Lernziele. Das hat sie jetzt gerade gemacht mit so einem generativen Modell. Wir können das vergleichen mit dem Ursprungstext. Und für uns ist das eigentlich auch der wichtigste Schritt, weil hier eine für uns lesbare Form übermittelt wird. Das wird einmal übersetzt, neu strukturiert und nach Lernzielen aufgelistet. Parallel fragt die KI die Lübecker Datenbank ab. Und mit allen Modulen, die wir in der TH Lübeck haben, und sagt, diese Module sind die am wahrscheinlichsten für eine Anerkennung. Jetzt wähle ich ein Modul aus und sage, von diesen Modulvorschlägen ist vielleicht Informationsmanagement die wahrscheinlichste Form, um eine Anerkennung zu kriegen.
Und dann werden die beiden Module verglichen, also das externe jordanische Modell, hier in der deutschen Form übersetzt, und das interne Modell. Ja, und hier sehen wir eine Diskrepanz im Arbeitsaufwand von 450 Stunden. Das ist noch ein alter Fehler. Den haben wir inzwischen ausgemerzt, weil die Stunden nicht korrekt angezeigt werden. Und hier hat man nochmal das Ursprungsdokument, damit man kontrollieren kann, wer des Arabischen mächtig ist, kann das hier machen. Und dann wird eine Zusammenfassung geschrieben von der KI und eine Bewertung durchgeführt. Und ganz am Ende wird eine teilweise Anerkennung hier empfohlen. Und die Bildungsniveaus werden auch verglichen. Das ist alles von einer KI jetzt vorgeschlagen worden. So, jetzt muss ich wieder kleiner machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Check. Ja, kriege ich. Ups, und weg. Ja, das sind die Testdaten, die wir dafür gemacht nutzen. Die kopiere ich immer mit in die Folien rein. Ich finde das eine beachtliche Leistung. Die haben diesen Prototypen bei der HRK-Modus-Konferenz vorgestellt und sind da auf ein sehr positives Echo gekommen. Wir haben es am Prüfungsamt in Lübeck vorgestellt. Die haben natürlich gesagt, dass der Mensch nach wie vor die Anerkennung machen muss, aber die Umstrukturierung der Daten, die neue Form, die Übersetzung, die Standardisierung und die Ausrichtung nach Lernkompetenzen hilft ungemein den Menschen bei der Anerkennungsprozessen. Hier hat meine Kollegin nochmal so eine ähnliche gemacht für Slides, für die am Beispiel der TU Dresden, wo wir ein PDF hochladen. Hier wird das auch verglichen. Das habe ich, können wir hier überspringen. Und wir nutzen hier das Mixtral 8x7b-Modell, was nochmal schön ist. Das sind die Ersatzfolien, falls das Video nicht funktioniert. Diese Folie nenne ich immer, dass die Beeindruckungsfolie, damit Sie sehen, dass diese KI-Anerkennung nicht so trivial ist, wie man das vielleicht denkt, und dass da doch ein bisschen Know-how hintersteckt. Wobei dieser Vorgang inzwischen kein Rocket Science mehr ist, sondern Standardtechnologie ist, wenn man mit KIs inzwischen arbeitet. Man nutzt dann nicht unbedingt immer noch OpenAI mit einem Prompt. Das ist für uns, wenn wir in diesen Prozessen, digitalisierten Prozessen denken, eher eine abwegige Idee, sondern wir sehen das als automatisierten Prozess. Das heißt, oben haben wir die ESCO-Skills, diese Datenbanken, die ich gezeigt habe, mit den Tausenden von Skills und den Berufen. Und unten haben wir die Kursbeschreibung. Die ESCO-Skills haben wir jetzt oben in einen B-Encoder reingeworfen, der baut die ESCO-Skills um in ein KI-lesbares Format, vektorisiert die und übersetzt sie in eine Vektordatenbank. Wir nutzen hier Chroma. Und parallel wird das auch mit der Kursbeschreibung gemacht, die wir reinkopiert haben. Das wird mit einer generativen AI umgewandelt. Dann wird das auch in eine Vektordatenbank geschmissen. Und dann können wir diese Daten besser vergleichen, weil KIs besser im multidimensionalen Raum mit Vektoren arbeiten. Dann haben wir ein feinjustiertes Cross-Encoder-Modell, also quasi eine Schwellenwertanalyse. Und dann kommt die Vorschlagliste. Und wer das dann anerkannt hat, dann fließen diese Trainingsdaten zurück in das System. Also da steckt schon ein bisschen Know-how hinter. Wir haben diese Technologie entwickelt im Rahmen vom Visi-Projekt, Visi at KI. Und hier nochmal gesagt, wir benutzen hier standardisierte Kompetenzen nach ESCO. Wir können aber auch DKZ benutzen oder Greta, das haben wir inzwischen auch eingebaut. Wir haben eine offene Schnittstelle, das heißt, wenn Sie Lust haben, dieses System zu nutzen und nicht über das Webinterface gehen wollen, wie ich das eben gezeigt habe, können Sie auch direkt an eine API gehen und dort, wie aus Moodle, aus dem Campus Management System oder aus einem anderen System, diese Technologie direkt nutzen. Wir nutzen ein Open Source Modell bei uns im MyLab, heißt das in der TU Lübeck, wo wir ein paar Grafikkarten haben. Das Mixtral Modell, da testen wir aber auch gerade rum. Manchmal nutzen wir OpenAI, manchmal Mixtral, manchmal Mistral oder Claude oder was auch immer. Und natürlich lernt das System immer mehr zu. Wir haben das auch schon im Einsatz, dazu gleich mehr. Warum machen wir das?
Wir glauben halt, dass die Ressourcen, also wenn wir ein lokales KI-Modell nutzen, ist zum einen die Datensouveränität besser gegeben. Wir haben, können natürlich besser experimentieren, weiterentwickeln. Wir haben die Datenhoheit, Datenschutz ist gewährleistet. Und aber auch, was ich ganz wichtig finde, so eine OpenAI-Abfrage mit GPT-4 verbraucht circa 1 Liter Wasser und eine Menge Strom. Und wenn wir so kleine Anfragen haben, sollten wir hier achten auf Energieverbrauch, auf ressourcenschonend. Immerhin sind wir in Deutschland und mögen unsere Umwelt. Bei dem Visi-Projekt haben wir das jetzt inzwischen schon über den Prototypenstatus hinaus vollbracht und man kann auf Weiterbildungs auf www.estra-Kursportal gehen, Scout. Dort haben wir den Weiterbildungs-Scout implementiert, der Kursempfehlungen ausspricht aufgrund von Kompetenzen, die man vorher eingibt, die man hat. Also ich bin zum Beispiel Elektrotechniker, will mich im Bereich KI weiterbilden, haben Grundkenntnisse oder will fortgeschrittene Kenntnisse haben. Wir arbeiten hier mit 3 Taxonomiestufen. Und dann empfiehlt die KI, ganz unten rechts sieht man das, einen Kurs, wobei wir aber trotzdem im Angebot 71 Elektrotechnikkurse haben und andere Kurse haben, um zum Beispiel Fehlersuche zu beheben. Also da haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht. Wir sehen, wie die KI die bestehenden Daten, hier über 70.000 Kursdaten mit Kursbeschreibungen, auswertet, um ein individualisiertes Empfehlungssystem aufzugeben. Was sagt das für uns? Wir können sagen, dass die Weiterbildungsanbieter, also Schulen, Hochschulen, Weiterbildungsanbieter, MOOCs, wo wir auch in Lübeck viel machen, inzwischen die Systeme wie Wallets, Metadatenstandards nutzen können, um dann adaptive Lernpfade, individualisierte Lehre, Lernen zu entwickeln. Wir in Lübeck sind davon überzeugt eigentlich, dass wenn wir diese Metadaten und nicht diese Kompetenzorientierung in digitaler Form haben, die zukünftigen Schritte wie Individualisierung und so weiter gehen gar nicht. Oder jetzt mal aggressiv oder in die Runde gesprochen, wer bisher seine Digitalisierungshausaufgaben nicht gemacht hat und keine kompetenzbasierten Modulhandbücher oder überhaupt digitalisierte Metadaten, Kursbeschreibungen hat, wird in der zukünftigen Welt es schwer haben zu bestehen. Und was die zukünftige Welt bedeuten kann, ich glaube, wir werden bald in so einer Zukunft sein, wo wir mit virtuellen Avataren, vielleicht mit einer Apple Vision Pro Brille sprechen. Das kann Einstein sein oder Marilyn Monroe oder Brad Pitt sein, der mir Mathe vermittelt mit einer LLM, die individualisiert sind, auf meine Taxonomien geht. Also wir kennen das ja schon mit OpenAI mit 4o jetzt, wie dort Dialoge geführt werden können. Zum Schluss, ich habe kaum noch Zeit, nochmal die Zukunft, die schon da ist, zu sagen, wir haben hier diesen Anerkennungsprozess in der Schule, Hochschule einmal vorhin abgebildet. Die Ergebnisse von diesem Anerkennungsprojekt werden inzwischen in einem neuen System, das heißt PIM, Portal für internationale Studierendenmobilität, abgelegt. PIM, das war gestern hier in Berlin ein Thema, beziehungsweise der Workshop, da arbeitet die Technische Hochschule auch dran. Und dort wird eine Datenbank entwickelt, die alle Anerkennungsprozesse bei der Studierendenmobilität abbildet, ablegt. Und diese Daten, die liegen in einer offenen Datenbank, die können wir zukünftig in Systemen nutzen, zum Beispiel hier im Moodle-System, wo wir vorher schon wissen, guck mal, der Kursarbeit 4.0 wurde beispielsweise im Maschinenbau an der Technischen Hochschule schon anerkannt. Das heißt, ich kann im Vorwege wissen, ob ich beim informellen Lernen ein Weiterbildungsangebot anrechnen lassen kann, um meine Studienzeit zu verkürzen. Da haben wir auch ein Video abgelegt, die Folien kann man sich später angucken. Und hier auch nochmal der Spruch, diese Sachen gehen schon, wir entwickeln sie und die Zukunft ist schon da.
nur nicht bei jedem. Wir haben auch noch eine zweite KI im Angebot, die ein bisschen zeigt, wie man aus Texten Kompetenzen auslesen kann. Die steht hier auch für jeden zum Ausprobieren da. Ist total spannend. Ich kopiere öfter Stellenbeschreibungen rein oder Freitexte, damit wir ESCO-Kompetenzen rauskriegen. Diese Modelle wollen wir später nutzen, um zum Beispiel aus Modulbeschreibungen Freitexte oder gucken wir mal unten bei Moodle an. Wir werden ein Moodle-Plugin entwickeln, um dann aus Kursbeschreibungen in Moodle, aus den Inhalten, aus den PDFs, aus den H5P-Fragen automatisiert die Modulbeschreibung, die Kompetenzen herauszulesen, weil wir wissen, dass die Anwender, die Lehrer, Professoren dafür einfach keine Zeit oder keine Lust oder keine Kompetenzen haben, sondern wir machen das automatisiert, so dass diese Sachen standardisiert sind, ESCO-basiert sind und fehlerfrei sind, machen einen Vorschlag und das kann der Dozent dann annehmen oder nicht. Diese Ideen werden wir in unserem neuen Projekt, das jetzt gerade startet, dem Digital Learning Campus in Schleswig-Holstein umsetzen. Da macht die Technische Hochschule Lübeck den Technical Lead. Und wir freuen uns total, dass wir dort diese Technologien anwenden können. Und das Projekt läuft 5 Jahre. Und dort werden wir die Plugins für Moodle als auch die API-KI-Services zur Verfügung stellen. Also guckt in den Norden und wendet uns und wenn ihr da mit uns zusammenarbeiten wollt. Vielen Dank, Andreas. Das war, glaube ich, das Schlusswort von deiner Seite. Ich habe eine Frage aus dem Chat, die stelle ich gleich noch. Wird das System genutzt, um ganze Abschlüsse aus dem Ausland anzuerkennen oder ist es gedacht nur für einzelne Module? Wir nutzen es momentan für einzelne Module, weil die KI Probleme hat, ein komplettes Modulhandbuch auszulesen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man granular vorgeht in Einzelschritten, sind die Ergebnisse sehr viel besser. Also wenn, dann muss man halt 30 Mal oder 25 Mal die KI aufrufen. Ne? Aber man könnte das natürlich in Einzelschritten auch machen, in einem Prozess. Haben wir nicht gemacht bisher. Wir wissen, dass es aber so besser ist. Okay, vielen Dank. Die Zeit ist um. Ich danke dir für den Vortrag. Es war aus meiner Sicht ziemlich spannend. Ich hoffe für die über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch. Wenn Sie Fragen an den Referenten haben, stellen Sie die im Nachgang, schreiben Sie ihn an oder vernetzen Sie sich hier auf der Plattform noch mit ihm. Sie können Kontakt hinzufügen, ihn anschreiben, chatten, Live-Termine vereinbaren, das geht alles. Oder ihm später einfach eine E-Mail schreiben, das geht natürlich auch. Jetzt werde ich Sie bald zurück in die Lobby schicken, wünsche Ihnen einen weiterhin sehr inspirierenden Tag und danke dir, Andreas, für das gute Referat. Vielen Dank. Ja, und wer noch Lust hat in Berlin, nachher habe ich noch einen Livestream von der Bühne. Ja, physisch, wer in Berlin ist, ja, das ist da eine Option. Okay, alles schönen klar. Tag an alle. Tschüss, danke schön.